Hi, ich bin Sarah. Ich hatte Krebs. Alles hat damit angefangen, dass bei einem Routinetermin bei meiner Hausärztin ein Knubbel an meinem Hals festgestellt wurde. Die hat mich dann einen Tag später direkt auf die Kinderonkologie in die Uniklinik geschickt und noch einen Tag später wurde ich operiert. Eine Woche später habe ich dann die Diagnose Hodgkin-Lymphom bekommen. Eine gemeine Krankheit. Krebs ist eine Krankheit, die man behandeln kann, aber in manchen Fällen kann man sie auch nicht behandeln. Krebs ist eine Krankheit, bei der die Zellteilung außer Kontrolle geraten ist. Hallo zusammen, ich bin Dr. Benigne. Ich bin Dr. Marlin. Und heute wollen wir euch erklären, was Krebs eigentlich ist und wie er entsteht. Krebs beschreibt generell die Veränderung von Zellen im Körper zu Tumorzellen. Tumor bedeutet übersetzt Geschwulst. Ursprung für diese Veränderung liegt im Erbmaterial. Zellen vermehren sich unkontrolliert und sterben nicht. Übertreibt nicht. Hinzu kommt, dass sich die Zellen eigenständig fortschreiten und überschießen teilen, weswegen es zu Tumorbildung kommen kann. Bösartige Tumore tragen meinen Namen, Marlin. Die zerstören und verdrängen umliegendes Gewebe. Krebszellen. Und ich teile meinen Namen mit den gutartigen Tumoren. Wenig. Stress ums Skript? Nein. Krebszellen breiten sich über Blutgefäße oder Lymphbahnen aus und bilden neue Aussiedlungen, die Metastasen. Außerdem ist Krebs unglaublich anpassungsfähig, weswegen er häufig dem Immunsystem oder ärztlichen Therapien entkommt. Gründe für die Entstehung sind unter anderem Strahlung, chemische Substanzen, Übergewicht, Rauchen. Bewegungsmangel, Genmutationen oder Veränderungen im Erdmaterial spielen dabei auch eine sehr große Rolle. Ungerechtigkeit. Also beim Wort Krebs empfinde ich jetzt nichts, aber wenn jemand Krebs hat, dann schon. Meine Oma an Trauer, Krankenhaus, Angst. Aber dabei ist auch eigentlich immer Hoffnung, also dass man wieder gesund wird. Also wenn ich den Begriff Krebs höre, dann spricht das etwas an, was ich am liebsten gar nicht habe in meinem Alltag. Die Vorstellung, die man von seiner eigenen Zukunft hat, total verändert. Und das Leben jetzt völlig umkrempelt und bestimmt. Zuerst bin ich relativ ruhig geblieben, habe dann meine engsten Freunde angerufen. Dann habe ich es nach und nach meiner Familie, meinen Freunden, meinen Mitschülern und auch meinen Lehrern erzählt. Meine Familie war natürlich sehr betroffen, aber zuversichtlich und optimistisch und alle anderen waren auch sehr schockiert, weil keiner damit gerechnet hat. Teilweise ein bisschen hilflos, weil sie nicht wussten, wie sie mit mir umgehen sollen und ein paar wenige haben den Kontakt komplett abgebrochen. Ja, dann hatte Sarah keine Schule mehr, sie wurde stationär aufgenommen 5 Tage, hat da ihre erste Chemo bekommen und der Rest war dann ambulant, also 15 Tage Chemo und 14 Tage Pause und erst war das Ganze sehr interessant, aber am Ende war es dann sehr öde. Ja, zwischen dem zweiten und dritten Block hatte ich dann einerseits eine Schmerzkrise und musste stationär aufgenommen werden, andererseits aber ein super CT-Ergebnis. Insgesamt habe ich viel Besuch bekommen und viele Leute haben sich Sorgen gemacht, auch Leute, von denen ich es nicht erwartet habe. Und einmal sind wir von der Station zum Segelflugzeugfliegen eingeladen worden. Hallo Sarah, hallo Frau Fröhlich. Grüß dich, setz dich. So. Wie ist es dir jetzt in den letzten 3 Monaten gegangen, nachdem die Therapie beendet worden ist? Hast du noch Nebenwirkungen? Merkst du noch, dass die Chemotherapie dir Probleme macht? Ach, eigentlich geht es mir wieder ganz gut. Ich habe jetzt auch wieder mit Schule angefangen und eigentlich bin ich in meinen Alltag ganz gut wieder reingekommen. Ja. Zwischendurch merkt man es noch ein bisschen. Vor allem denkt man halt viel dran, weil man auch viel darauf angesprochen wird. Okay. Jedes Mal wieder auf die Frisur oder solche Sachen. Aber insgesamt vom Gesundheitlichen geht es mir wieder super. Okay, das heißt, du bist auch tatsächlich hast keine Perücke getragen, du bist so wieder in die Schule gegangen? Genau, das wollte ich auf keinen Fall, weil ich sowieso nicht so das Mädchen bin, was sich morgens die Haare macht und so. Okay. Und da war mir eine Perücke auch einfach zu anstrengend. Ich wollte mich auch nicht dahinter verstecken, weil es wusste dann sowieso jeder und dann konnte ich auch nicht darauf angesprochen werden und dann durfte es auch jeder sehen. Okay, also es geht nicht jeder offen, so offen damit um wie du, das merken wir in unserem Alltag. Ne? Mhm. Vielen ist das einfach unangenehm, das anzusprechen, weil es jetzt was anders ist. Viele Mitschüler, das kriegen wir immer mit, haben einfach auch Angst, dann den ehemaligen Patienten, in dem Fall ist es ja, darauf anzusprechen. Wie ist das bei dir gewesen? Habt ihr da ganz offen drüber gesprochen? Oder? Doch, also die meisten, ich habe vorher noch, bevor ich aus der Schule rausgegangen bin, fast allen aus meinem Jahrgang gesagt, was ist und warum ich jetzt dann nicht da sein werde.
Und deswegen sind die meisten auch echt offen damit umgegangen oder gehen auch immer noch offen damit um. Teilweise auch echt humorvoll, weil ich da auch wirklich sehr humorvoll mit umgehe. Das ist wirklich eigentlich kein Problem gewesen. Tschüss. Beim Rückkehr in die Schule und im Alltag hatte Sarah erst ein unwohles Gefühl. Klar, die Leute gucken einen an und auf einer Party wurde sie auch als Junge beleidigt. Aber natürlich hat sie sich auf ihre Freunde gefreut in der Schule. Und beim ersten Mal dienen in der Messe wurde sie auch von ihrer ganzen Gemeinde unterstützt. Ja, zum einen im Biounterricht natürlich und auch mit den Freunden. In unserer Klasse wird nicht über Krebs gesprochen. Ich thematisiere das Thema Krebs schon im Unterricht, vor allem im Religionsunterricht der Oberstufe. Krebs ist auch in Biologie in der Oberstufe Thema, also steht auf dem Lehrplan drauf. Also natürlich kann man das jetzt nicht sozusagen irgendwie in einer konkreten Zahl fassen. Ja, so alle zwei Jahre einen Fall, einen deutlichen Fall, wo man sagen muss, dann da... Von dem ich weiß. Bewundernswert, habe ich mir damals schon so gedacht, als ich das erfahren habe und sie dann getroffen habe. Das erste Mal hatte ich den Eindruck, dass das natürlich schon eine ganz krasse Diagnose auch für sie war, aber dass sie nie die Hoffnung verloren hat oder irgendwie damit gehadert hat, sondern eigentlich immer nach vorne geguckt hat und auch nie selber dran so richtig gezweifelt hat, dass das wieder gut wird, sondern sie wirklich so an ihren, also eigentlich ihre größte Sorge war, dass sie ihren Alltag nicht so fortsetzen kann. Und das fand ich sehr stark.